Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Platin One Random Pokémon Challenge. Ja Leute, wir sind endlich in Sonderweg angekommen, nach einem doch echt coolen Part in der letzten Folge. Also, technisch gesehen ist nicht viel passiert, inhaltlich, aber ich konnte mal meinem Let's Player-Dasein wirklich freien Lauf lassen und mal ein bisschen was von Gott und der Welt erzählen. Oder von mir halt. Und das war schön. Auf jeden Fall ist in Sonneweg der Strom ausgefallen. Das ist nachts tatsächlich sogar noch ein bisschen interessanter. Und wir müssen jetzt erstmal Volker finden, den Arenaleiter. Und können jetzt erstmal ein wenig durch Sonneweg uns umschauen. So, da gehen wir natürlich in den Leuchtturm, gehen wir zuletzt. Ich glaube, da gibt es sogar noch Kämpfe, ne? Tatsächlich. Da dürfte es noch Kämpfe geben. Bin gespannt. Der Pokémon-Fels, Sonnewegs Kulturerbe. Ja, Mamfaxo. Und ein Übereiler. Ja, die Hafenstadt. Ich glaube, in der treffen wir auch Jasmin aus Sinnoh. Ach, aus Sinnoh. Aus Johto. Die ist ja auch an der Hafenstadt mit Leuchtturm und allem. Und deswegen ist sie hier am Strand. Witzigerweise. Kriegen wir hier. Ein ernstes Pokémon werfen. Habe ich eins? Scheinbar nicht dabei. Ein ernstes Pokémon. Dann kriegen wir ein neues Pokédex Upgrade. Aber Pokédex Upgrade, wir haben 7 Orden. Wir könnten theoretisch auch nochmal wieder nach Jubelstadt und dann ein Upgrade holen. Apropos. Apropos. Ich habe mich gestern so in Dialogen verstrickt, dass ich... Ich hatte im Hinterkopf, das habe ich nicht ausgesprochen in der Folge, das ist jetzt doof, aber ich hatte im Hinterkopf, dass wir noch irgendwo hinfliegen mussten. Also, nochmal hinfliegen mussten, weil mir irgendwas eingefallen ist in der Folge. Was haben wir denn nochmal hier gesehen? Mir wird es beim besten Willen nicht einfallen. Genau. Wir können mal eben nach Weideburg fliegen. Wir können jetzt nach Sonneweg. Wir fliegen mal eben nach Weideburg, gucken mal, ob wir dann Kyoroya-Beere jetzt bekommen. Dann gehen wir nach Jubelstadt und schauen uns nach dem Pocket-Upgrade um. Dann gehen wir zurück nach Sonneweg, gucken im Inventar, ach, im Computer mal eben, ob wir ein ernstes Pokémon haben. Und schauen dann weiter. So, Kyoroya-Beere. Kobab-Beere. Schade. Schade. Moment mal. Wissen wir, wo wir noch gar nicht waren, wo wir damals noch gar nicht hin konnten? Unten bei der GTS. Hier wurde uns der Weg versperrt und hier ist sogar noch ein Hochhaus eigentlich. Ja, hier ist die GTS, da kriegen wir aber wahrscheinlich nichts. Aber wir sind noch Leute. Die gute alte GTS, och, die mochte ich. Das war schön, wenn man damals noch... Damals war das ja wirklich die Weltneuheit, global Pokémon tauschen. Farm. Global Pokémon tauschen, das war fantastisch. Was? Ah, nee. Und... Ja, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, Starter-Pokémon zu züchten und die dann für andere Pokémon zu tauschen. Die waren immer recht fix weg. Also man hat ein Starter-Pokémon reingetan und man konnte dafür eigentlich so gut wie jedes Pokémon bekommen. Das war echt cool. Damals noch. Deswegen hatte ich Boxen voll mit Chillas, Plinfer und Panflam. Tatsächlich. Hab dann halt mit meinem Starter-Pokémon Plinfer, also Empoleon, angefangen zu züchten. Und mit meinen Plinfers habe ich mir dann erst die anderen Starter geholt. Und dann. Dann habe ich die. Mir so viele Pokémon wie ich konnte.
so interessante Pokémon, wie ich konnte, bekommen. Den Pokédex habe ich da noch nicht vervollständigt, den habe ich erst in der sechsten Generation vervollständigt. Ach ja. Globus ansehen. Ach, das war cool. Wie kommt man da mal rauszoomen? Weiß ich nicht. Ach so. Wir wussten das Spiel, dass wir hier sind? Wegen der deutschen Aussprache oder was? Naja, wie dem auch sei. Abgesehen davon fand ich die GTS der vierten Gen echt schön. Die wurde natürlich nach und nach immer weiter ausgebaut. Mittlerweile kann man die Pokémon ja einfach so tauschen, ohne irgendwelche Sachen zu haben. Also ohne ein spezielles Gebäude dafür zu haben oder so. Und das macht den Zauber ein wenig weg, finde ich. Also des riesigen Komplexes, um Pokémon global tauschen zu können. Jetzt geht das ja einfach über seinen Dingens. Über seinen Rotom Pokédex oder dem Pokécom in Omega Ruin und Alpha Saphir. Was ist denn das Ding, das wir... Hololock, genau. Die drei Sachen sind es halt, mit denen man das einfach so machen konnte. Wäre das in der fünften Gen, da war es Dream World gedöns, ne? Wo hat man da GTS getauscht? Auch da irgendwo, ist auch egal. Abseits dessen, ja, die Kampfkamera-Videos kann man hier noch schauen und so. Das musste man damals auch alles hier über dieses riesige Ding machen. Das hat eben doch ein bisschen mehr Flair verliehen, finde ich. Aber was laber ich? Ich bin ein alter Mann. Also in Pokémon-Jahren bin ich ein alter Mann. Auch wenn ich tatsächlich nicht komplett mit Pokémon aufgewachsen bin. Schließlich war ich noch... Kann ich noch nicht lesen zu Rot und Blau. Da war ich noch so klein. Aber das interessiert sowieso keine Sau. So. Ja, aber technisch gesehen bin ich fast in dem Alter, in dem ich alles hätte mitkriegen können. Ich habe alles mitgekriegt, aber nur aus Glück. Glück. Wäre ich ein wenig älter gewesen, also ein wenig früher geboren worden, hätte ich alles wirklich besser mitkriegen können. Aber ich glaube, dann wäre ich auch in der krassen Gen 1 Nostalgie-Schiene gefangen, wie es andere Leute sind, die älter als ich sind und noch Pokémon spielen. Die denken sich, die gehen davon aus, Gen 1 und alles andere ist schlechter. Da bin ich ja nicht so. Ich finde Gen 1 ganz gut. Ich mag die Pokémon, die Story dahinter ist auch okay. Und ansonsten, die Spiele fand ich echt schrecklich. Also, die finde ich heutzutage echt schrecklich. Das Kampfsystem, alles, ja. Die Bugs und, ja, ihr versteht, was ich meine. Abseits dessen habe ich schon erzählt, dass das Gen 4 meine liebste ist. Diamant, Perl, Platin meine liebsten Editionen sind. Nee, Quatsch. Sinnoh meine liebste Region ist. Aber die Gen 6 meine liebste Gen ist. Und aktuell ich Sonne und Mond von der Story her ganz gerne mag. Ach, Pocket. Ich bin hierher gekommen für ein Pocket und laufe dann erstmal durch so ein unbekanntes Gebiet. So. Ja, das habe ich ja schon erzählt. Aber das wird sich wahrscheinlich mit Ultrasonne und Ultramond geändert haben. Wie gesagt, die Spiele sind schon draußen, aber ich weiß es noch nicht, denn zu dem Zeitpunkt, an dem ich hier zocke, sind sie noch nicht draußen. Ja, abseits dessen. Nee, Quatsch. Hier ist Dingens. Jugendstadt TV. Abseits dessen wird sich das wahrscheinlich mit Ultrasonne und Ultramond ändern, sodass dann Gen 7 voll und ganz da ist, denn aktuell mag ich Attackentester. Aktuell mag ich Gen 6 lieber als Gen 7, weil in Gen 7 dank vieler Sachen, viel andere Sachen aus Gen 6 einfach
komplett verkümmert sind, wie die Mega-Entwicklungen zum Beispiel. Und der Nationaldex, dass da einfach das mit durch Pokémon Bank komplett ersetzt wurde. Das Zeug halt. Ich weiß es nicht, ich weiß es noch nicht, deswegen bin ich mal gespannt. Wenn sich das nicht wirklich in Sonne und Mond ändert, dann bleibe ich noch bei Gen 6 und warte mal ab, wie Gen 8 wird. Ich warte mal ab, wie Gen 8 wird. Naja, gut, dann weiter Sonne weg. Wir waren oben lang noch nicht. So, Solarzellen, ja. Aber dunkelnde Solarzellen nicht so gut. Schön. Alter, was ist denn hier los? Untergrundsachen im Sonneweg. War die auch nicht mehr im Kopf, dass es hier einen Untergrund-Fanclub gibt. Interessant, so viele Leute und kein einziger gibt uns was, sondern alle erzählen nur. Was? Das ist der Markt. Ein Stickermarkt. Mensch, wie viel ich davon nicht mehr wusste. Im Stickermarkt und Supermarkt gucken wir gleich noch rein. Ja, Team Galactic ist vorbei. Die sind vorbei. Das haben wir geklärt. Da fällt mir auch auf, ne, das Team Galactic. Das Team ist das wohl am... ja, wie soll ich sagen? Das wohl am... am krassesten zerschlagen wurde. Ich meine, ja, dank Lebel müssen wir noch Sharon jagen, später in der später im Postgame. Aber ansonsten kriegen wir von Saturn, Mars und Jupiter kaum noch was mit. Was Ignaz? Was sagt der noch? Hey du da! Es ist nicht... er ist noch nicht zurück! Wenn er wieder da ist, weißt du, was du tun hast. Liefere ihn einen Kampf, den er so schnell nicht vergessen wird. Das erinnert ihn an seine Passion für den Kampf. Ich verlasse mich auf dich, Highspawn! Okay. Ja. Gut. Wenn man sich anderen Teams überlegt, Team Rocket kann man zumindest in Feuerrot und Blattgrün nochmal Sevier-Archipel oder was ist da für ein Sevier-Island. Mit der rede ich jetzt auch zum 10. Mal, ne? Zum Sevier-Island da herausfordern. Team Rocket in Johto, da kann man noch mal Giovanni finden. Ja, Rubin und Saphir, Team Magma und Team Aqua, ja, die kann man, zumindest in Omega Rubin und Alpha Saphir, ja, noch später in dem neuen Erholungsresort treffen. Zumindest das jeweilige andere Team. Team Plasma findet man, jagt man mit Lebellia die Weisen am Ende noch und mit N kriegt man auch viel mit. Und halt in der Fortsetzung. Und ja, dank Lebell ist eigentlich Postgame mit Gegner, mit Teamjagen nochmal bewiesen. Ansonsten war mit dem Team nicht mehr viel da. Gut gemacht, Lebell. So, Bälle, Tränke, technisch. Top-Trank. Nee, wir wollten bis zur Top-Genesung sparen. Top-Schutz haben wir noch 4. Ja, da sollten wir mal. Holen wir uns nochmal wieder 26. Können wir noch irgendwas verkaufen? Haben wir noch irgendwas Schönes dabei, was wir kaufen können? Ja, ein Sternstück, Mondstein und Schutz. Wir wollten auch nach einem ernsten Wesen suchen, ne? Riesenpilze, Leuchtstein, Nuggets, ein Wasserstein. Ein Weißorb.
Nee, Silberstaub ist okay für Attacken. Moment. Nee, das müssen wir dann gleich so einsortieren. Und hier ist, sind Luxusbälle. Die sind damals noch so teuer gewesen. Krass. Naja, aber wie gesagt... Ja, schön, dass man einen Ball hat, der die Zuneigung am Anfang steigert, ist schön und gut, aber wann fängt man schon ein Pokémon, das mit sich mit Zuneigung was entwickelt? Ausgerechnet im Luxusball. Das ist schon recht unwahrscheinlich. Aber naja. So, das mit dem ernsten Wesen schaffen wir die Folge wahrscheinlich nicht mehr. Dann quatschen wir noch mit Jasmin und gehen danach in den Sticker-Shop und dann haben wir das hier. Wahrscheinlich. Oder wir suchen das ernste Wesen. Mal sehen, wie viel wir in den 4 Minuten noch schaffen. So. Irgendwie fühle ich mich in dieser Stadt zu Hause. Sie liegt am Meer und da drüben steht ein Leuchtturm. Oh, wenn du den Arena-Orden nicht hast, musst du wieder umkehren. Okay. Kann ich die Route eigentlich schon absurfen? Bringt mir natürlich nichts wegen Kaskade und so. Ich krieg von ihr Kaskade, wenn ich den Orden habe. Da bin ich mir schon fast sicher jetzt. Dass das so war. Ich krieg ein Fleißband, cool. Ja. Oh, cool. Die guten Sticker. Ja, sowas ähnliches war ganz nett. Aber das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Zum einen haben sie es nur einmal gemacht und danach gelassen. Und zum anderen, ja. Nee, eigentlich haben sie es gelassen und gut ist. Hätten sie ruhig mal weiterführen können. Und wir können das eben noch nach dem ernsten Wesen suchen. Also, ja, ich hätte mir tatsächlich mehr Pokémon-Erscheinungssachen gewünscht in den späteren Spielen. Wäre eigentlich ganz nett gewesen. Und das haben sie schon hardcore zu Silver rausgenommen. War ja auch noch Gen 4 und haben sie trotzdem schon gelassen. Schade, schade. Haben wir in der Menge an Pokémon vielleicht ein ernstes Wesen? Wäre ziemlich schade, wenn nicht. Sind ja nicht richtig sortiert. Oh, guck mal, das Miltank trägt eine Kumo-Milch. Die lassen wir aber, denn ich hätte die Kumo-Milch schon alle verkauft. So. Unser Kabutops. Hm. Wie gesagt, das kann genauso viel wie... Dingens wahrscheinlich. Wie... Bidifas. Ups, da hat es ganz kurz geleckt. So, mutig, frech, mäßig, forsch, hastig, still, kauzig, sacht, hitzig, hastig, sanft, zart, ernst. Da haben wir es ja. Unser gutes altes Krabbi. So. Geben wir kurz dem Typen einmal einen Blick auf unser Krabbi. Um das Pokédex, um das Pokédex-Upgrade zu kriegen. Und dann können wir die Folge schön vom Leuchtturm beenden. Und last but not least. Machen wir dann nächstes Mal den Leuchtturm und die Arena. Wahrscheinlich schaffen wir das in einer Folge. Und können dann eine neue Wasserroute machen. Yay. Dann kommt schon die Siegesstraße, die Pokémon-Liga. Und dann noch ein wenig Postgame. Wie viel Postgame, weiß ich noch nicht. So lange, bis ich keinen Bock mehr auf das Spiel habe. Oder so lange, bis es ein schöner Abschluss wird. Mal sehen. Vielleicht machen wir auch gar kein Postgame. Je nachdem wie... Mal sehen. Ne? Also, ja. Ich meine, wenn wir ewig viel Postgame machen, in dem Knackrack schon längst Level 100, das ist ja auch doof. Irgendwie. Ich meine, damals haben wir Feuerrot und Blattgrün, nee, nicht und Blattgrün, aber Feuerrot auch mit Postgame und allem gemacht. Deswegen, eigentlich mag ich sowas.
Wir müssen ja jetzt nicht alles im Postgame machen, so wie die Legis fangen und so, aber... Da so ein bisschen was. Wäre schon ganz cool. Wäre schon ganz cool. Gut, dann ist noch eben schnell zum... Ist da unten eigentlich was? Nee. So eben schnell zum Leuchtturm. Und damit würde ich sagen, was war in der Folge für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal machen wir den Leuchtturm. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Euer Belgium. Bis dann. Tschüss.